Wer bin ich denn, irgendwie der halben Nation zu sagen, das ist alles scheiße, was ihr trinkt? Finde ich, ist nicht der richtige Weg, aber Berliner Berg möchte ein Angebot schaffen, wo man die Leute, die einfach über die letzten 40, 50 Jahre einfach nichts anderes getrunken haben, weil sie nichts anderes präsentiert bekommen haben, weil sie sich auch nicht damit beschäftigt haben, weil sie es auch nicht interessiert hat. Einfach mal zu entdecken. Genau. Guck dir das doch mal an. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Podcast aus Hamburg, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind wie immer Stefan und Regine. Und ich freue mich total, dass ich diesmal die Anmoderation übernehmen durfte. Zur totalen Verwirrung. Hast du gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das die Leute so verwirrt, aber heute ich zum ersten Mal am Mikrofon und dann folgst du. Und finde ich eigentlich ganz gut. Findest du gut, willst du es immer so machen, ne? Ja, ja, genau. Ja. Wer gibt hier den Ton an? Genau, ich bin den Job los. Eine schöne neue Folge haben wir. Und zwar haben wir dieses Mal, was mich persönlich sehr, sehr freut, eine Frau vors Mikrofon geholt. Wir sind zum ersten Mal seit Beginn des Lockdowns im März nach Berlin gefahren. Ja, überhaupt irgendwo hingefahren, so ein bisschen weiter. So mit Maske und Zug und allem drum und dran. Ja. Und haben einen Berlin-Tag gemacht. Wir haben zwei total unterschiedliche Gesprächspartnerinnen dort besucht. Und das stimmt. Eine, die lernt ihr in diesem kennen, entschuldige, die eine lernt ihr in diesem Podcast kennen. Das ist Michael Hengst. Von Berliner Berg. Genau. Die zweite verraten wir euch nicht. Die folgt in Kürze. Aber wer uns auf Instagram folgt, der kann es vielleicht ahnen. Da gab es eine schöne Instagram-Story. Aber wir bleiben erstmal bei unserer ersten Gesprächspartnerin. Michelle Hengst von Berliner Berg. Warum haben wir die besucht, Stefan? Weil die gerade ihre Brauerei brauen. Genau, ihre Brauerei bauen. Viel bauen und brauen, genau. Bauen und brauen, genau. Noch brauen sie da nicht, aber sie bauen. Korrekt. Wir standen auf einem Sandplatz und man sieht schon ein Loch und ein Bagger war dort auch. Also das Ganze ist noch sehr am Beginn. Sie hängen ein bisschen im Timing, ob Corona. Es ist innerhalb Berlin schon ein kleiner Running Gag in der Szene gewesen, weil die laufen ja schon seit 3 oder 4 Jahren durch die Gegend und sagen, ja, wir werden unsere eigene Brauerei bauen. Und so richtig hat keiner mehr dran geglaubt. Und dann kam die Nachricht, tada. Es ist soweit. Es ist soweit. Die haben sich ein bisschen frisches Geld geholt, unter anderem von Menschen, von Jägermeister und von Fritz Kohler. Das heißt, da ist ein bisschen Geld auch reingeflossen und jetzt kann diese Brauerei auch endlich entstehen. Genau, in Berlin passiert da ja anscheinend im Moment einiges, unter anderem auch noch Vagabund Bier bauen ja auch eine Brauerei. Die gehen das, glaube ich, ein bisschen historischer an. Ne? Die haben ein altes Gemäuer gefunden, sage ich mal, wo sie dann auch sicherlich viel mit Denkmalschutz zu tun haben werden beim Bauen. Und ja, dann gibt es zwei neue Brauereien in Berlin. Also die Bilder sehen traumhaft aus. Sie stehen auf jeden Fall auf unserer Besuchsliste. Falls die zuhören, bereitet euch schon mal vor, wir werden euch anschreiben. Das ist an sich ein gutes Zeichen, denn wir hatten in dieser Woche ja auch weniger gute Zeichen. Es gab eine Pressemeldung, in der sagt Marc Rauschmann, das ist der Braufaktum Geschäftsführer, die gehören zur Radeberger Gruppe, sind schon ewig dabei im Geschäft mit ihrer Craft-Beer-Linie. Und er schrieb, leider müssen wir feststellen, dass sich das Segment in Deutschland deutlich verhaltener entwickelt hat als erwartet. Und das trotz anfänglicher Begeisterung von Absatzmittlern und Bierliebhabern für Craft Beer. Heißt, es läuft nicht so richtig. Und das wiederum heißt, dass die Braufaktum-Gruppe eingegliedert wird oder das Braufaktum-Unternehmen eingegliedert wird in die Radeberger Gruppe. Und es kann auch sogar sein, dass da Leute Job wechseln, vielleicht verlieren. Das weiß man jetzt noch nicht. Da würde ich mich auch zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich das behaupten würde, aber auf jeden Fall werden Teams aufgelöst und neu strukturiert. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Ein ja, unschönes Signal, ne, für die Bewegung, sage ich mal. Ja, umso schöner ist es natürlich, wenn man mit jemandem spricht, der sagt, nee, wir legen jetzt richtig los, weil wir haben diese Brauerei. Ganz cooles Gespräch. Und wir werden erfahren, auch später, wie so eine
Hochzeit unter Bierliebhabern stattfindet. Das finde ich auch ganz interessant. Auch ein schöner Fun-Fact. Also unbedingt dranbleiben, kommt ziemlich zum Schluss. Und wir werden am Schluss auch noch zwei ganz besondere Termine verraten, die die Bierliebhaber unter euch auf jeden Fall fett in ihren Kalender schreiben sollten. Aber jetzt zu Michelle Hengst von Berliner Berg. Wir standen gerade eben auf eurer Baustelle. Korrekt. Da ist ein schöner kleiner Briefkasten, da sind schon so Sticker drauf und ansonsten sieht man hinter diesem eindrucksvollen Zaun ganz, ganz viel Staub noch und Sand und einen kleinen Bagger. Da geht es jetzt ab. Diese Woche ging die Pressemeldung durch, der Spatenstich wurde gemacht. Ich habe gelesen, da war vorher eine Seifenfabrik, nämlich Fools Seife. Das ist korrekt. Was ist denn wichtiger, Bier oder Seife? Ja, Bier. Keine Frage. Nee, genau. Die ist aber, die Seifenfabrik ist da auch schon seit 20 Jahren nicht mehr. Also eigentlich seit 20 Jahren ist das da Brachland. Und die Nachbarn, was auch unsere Vermieter sind, die haben sich das vor 20 Jahren mit übernommen. Die sind so ein Großindustrieverpackungshersteller. Mhm. Und haben gesagt, gut, wenn wir irgendwann mal an dem Standort noch wachsen wollen, dann haben wir da jetzt Fläche. Und dann war da 20 Jahre nichts, weil die an anderen Standorten gewachsen sind. Und dann haben sie uns kennengelernt und wir konnten sie von unserem Projekt begeistern und so sind wir zusammengekommen und da sehr glücklich, echt super Vermieter, ganz so richtig deutscher Mittelstand, ganz vernünftige, irgendwie coole Leute. Da hat gerade der Junior übernommen, das Familienunternehmen, ist auch so in unserem Alter, Mitte 30, versteht, dass es irgendwie eine coole Sache ist und hat da auch total Lust drauf und wirklich eine sehr partnerschaftliche, gute Zusammenarbeit bis jetzt und hoffentlich für viele Jahre. Das ist doch großartig. Berliner Berg kriegt eine Heimat. Du, Michelle, bist seit 2017 dabei. 2015, glaube ich, wurde Berliner Berg gegründet. 2015 oder 2016? 15, März. Seit 2017 dabei. Auch Anfang 30 nehme ich mal an. Du sagtest gerade eben. Anfang 30, so. Ja, 35. Alt. In diesem Alter schon Geschäftsführerin. Ja. In einer Branche, die eigentlich echt männerdominiert ist. Ja. Also, ja, Dankeschön. Komme ich kurz ins Stottern. Genau, ich glaube, der Grund, warum ich Geschäftsführerin bin in 35, weiß ich, ja, relativ jungen Jahren, ist tatsächlich dem geschuldet, dass wir in einem super kleinen Unternehmen, Start-up, auch mit einem entsprechenden irgendwie Mindset, der dahinter steht, gestartet sind und sich. Das ist ja das Schöne an den Start-ups, da kann man halt auch so ein bisschen schneller eigentlich auf die Überholspur gehen und da ein bisschen auf Positionen kommen, wo man in größeren Konzernen wesentlich länger für braucht. So, ne? Also ich glaube, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass ich die Gründer von Berliner Berg aus einem vorherigen Job schon kannte. Also wir waren befreundet. Und als es in die Gründungsphase 2015 ging, haben sie mich auch gefragt, ob ich mit einsteigen will. Ich war damals sehr glücklich bei einem anderen Arbeitgeber, vegane Lebensmittel. Bin selber Pflanzenfresser schon sehr lange und hatte da meinen totalen Traumjob und habe gesagt, Jungs, ich komme super gerne zum Bier trinken zu euch. Ich muss noch kurz die Welt veganisieren vielleicht. genau, macht erstmal alleine so. Und dann, ich habe da ganz in der Nähe von der Kopfstraße gewohnt. Also Kopfstraße in Neukölln ist wirklich so Schillerkiez, also so mitten im blühenden Neukölln mittlerweile. Vor 5 Jahren, als wir da gestartet sind, sah das dann auch ein bisschen anders aus. Aber dann kamen so Freunde wie Muted Horn, die sind um die Ecke in Steinwurf entfernt und so. Und natürlich, die Leute sind entsprechend hingezogen. Der Kiez hat sich einfach verändert. Und ich habe damals an dem dort ganz in der Nähe auch gewohnt und war halt irgendwie einmal die Woche da in der Bar im Bergschloss und kenne halt Berliner Berg seit Stunde Null. Und irgendwann war das ganze Thema irgendwie zu spannend. Das Team war cool, man kannte irgendwie alle schon und die Aufgabe klang verlockend. Ich komme ja nicht klassisch aus dem Vertrieb, sondern war so ja Quereinsteiger eigentlich typischerweise. Habe dann eben in dem veganen Bereich so da meine Spuren verdient in Marketing-Vertriebsaufgaben. Und bin aber tatsächlich in ein Team gekommen, die allesamt eigentlich noch weniger Ahnung von Vertrieb hatten als ich. Und das war so ein bisschen mein Glück und meine Chance, weil ich dann quasi mit dem wenigen Wissen, was ich hatte, irgendwie glänzen konnte vor 4 Jahren. Und natürlich hat man jetzt das 4 Jahre gemacht und die Welt ist jetzt eine andere. Man hat gute Erfahrungen gesammelt und ich denke schon, dass wir auch einiges sehr richtig gemacht haben mit Berliner Berg, den Weg, den wir gegangen sind, ja einen sehr starken Fokus auf den Vertrieb zu legen, weniger Marketing, weniger Brandbuilding in dem Sinne, sondern
also Brandbuilding von oben nach unten, sondern wirklich mit einer sehr starken Vertriebsmannschaft von vornherein in die Stadt gegangen sind und da sehr emsig Gastronomen begeistert haben und quasi so unsere Kunden gewonnen haben und eigentlich so von unten so ein bisschen hochgewachsen sind. Das klingt bei euch sehr professionell. Wir haben ja jetzt schon mit einigen Brauereien gesprochen. Und ich muss sagen, so diese klare Analyse, wir haben das und das richtig gemacht, wir haben richtig gemacht, dass wir weniger Brandbuilding, Marketing, viel Vertrieb, da unterscheidet ihr euch, finde ich, in der Herangehensweise schon, weil ihr sehr businessmäßig erstmal rüberkommt. Wenn man auf eurer Seite so ist, dann hat das alles, also ihr habt doch dieses Wording, so unser Geschäftsmodell, ihr habt klare Teams, Sales, Event, Gastronomie, Vertrieb, das finde ich, bringt ja nicht jede Brauerei mit, ne? Wir waren natürlich nicht von vornherein so klar strukturiert aufgestellt, ne? Also am Anfang waren wir auch irgendwie 3 Leute. So, und dann hat irgendwie, wir haben schon von vornherein gesagt, okay, der eine macht das besser da im Operations-Bereich und kümmert sich vielleicht lieber um die Produktion und die andere Person ist besser im Schnacken und dann sollte die mal lieber rausgehen, ne? Also schon, so schon, eine aber natürlich. Aufgabenverteilung nach Talenten, wie immer das so macht. Genau. Man hat so einen wilden Haufen, können alle irgendwie was und dann guckt man mal, wer was da irgendwie am besten kann. Nee, aber natürlich waren wir am Anfang eben noch nicht so stark strukturiert in wirklich Bereichen. Ich glaube, es hilft total dem Unternehmen, wenn man frühzeitig eben diese Stärken und auch Schwächen herausarbeitet und da schon schaut, ich kümmere mich jetzt auch wirklich vornehmlich um den Bereich. Ich habe trotzdem noch ein bisschen Ahnung von dem, was der andere eigentlich macht. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, gerade wenn man so klein und eng zusammenarbeitet, dass man da eben guckt, jetzt nicht so Scheuklappen, ich mache nur meinen Stiefel und alles andere ist mir egal, das natürlich nicht. Mhm. Aber schon sehr klar gesagt habe, okay, mit der Produktion und dass immer genügend Bier im Lager ist, damit beschäftige ich mich nicht. Das macht mein Kollege Robin, der macht das viel besser als ich, das jemals könnte. Robin Weber, genau, mhm. Gründer, Geschäftsführer. Und der ist wahnsinnig strukturiert, so ganz ordentlicher in ganz vielen Sachen. Und ich bin auf der anderen Seite eher so Wirbelwind, ne? Also hier und mit dem schnacken und dann dahin und sehe auch irgendwie ganz viele Möglichkeiten, sehe ganz viele Opportunitäten, das ist auch so ein furchtbares Wort, verzeiht bitte, aber bin da sehr viel auch spontaner und kümmert das nicht. Du darfst dieses Wort nehmen. Danke. Und bin da viel agiler irgendwie unterwegs und dann muss Robin, weißt du, dann verspricht man und schnackt und ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann muss Robin dafür sorgen, dass das funktioniert. Und das Team funktioniert aber so auch ganz gut. Mhm. Und was macht denn Uli? Uli Erksleben. Uli auch Erksleben, genau, der kümmert sich darum, dass am Ende die Finanzen stimmen. Oh, dass das ich ist nicht so viel Geld ausgebe. Guten Job. Ja, ja. Nee, ist super. Versteht ihr euch immer? Ja. Es gibt Diskussionen, es wird gestritten. Am Ende trinken wir zusammen und wir verstehen uns immer. Und es ist mittlerweile ist das Vertrauen der Einzelnen in ihre Qualitäten so hoch, dass ich weiß, wenn ich ein Thema anspreche, ein Thema habe, ich Gehör finde und mir quasi die Autorität zugesprochen wird, dass ich in meinem Bereich die richtige Entscheidung treffe oder auch den richtigen Konzern an den Tag bringe. Und dann wird das entsprechend irgendwie ausdiskutiert und dann Kompromiss gefunden und dann geht das auch mal länger und dann ja, wird sich auch mal ein bisschen angepatzt, das ist auch normal, also das gehört auch dazu, dafür sind wir irgendwie Menschen und auch ehrlich einfach miteinander und ich will die Sachen, die mir wichtig sind in meinem Bereich und Robin will, dass sein Lager ordentlich ist und ne, also so und dann hat halt jeder seinen Bereich, für den er irgendwie kämpft und einsteht und ja auch entsprechend auch die Leute dahinter, ne, also ich bin ja am Ende als die Vertriebsleitung auch nur die, sozusagen die Hüterin über mein Team. Also die Jungs, die für uns, das ist leider komplett Männervertrieb aktuell. Ich arbeite dran. Das ist tatsächlich was mich sehr stört. Leider, Ladies, also wenn ihr Lust habt bei Berliner Berg, Vertrieb, total gerne. Ich würde unglaublich gerne mehr Frauen einstellen. Ich glaube, das ist sehr wichtig für ein Unternehmen, da wirklich eine ausgewogene Balance zu haben. Ist aber aktuell nicht die Situation. Wir gucken mal, dass wir das ändern. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, dass die Jungs, die wir haben jetzt 4 Leute im Vertrieb, die auch rein in Berlin unterwegs sind, also 4 Leute im Außendienst, und dass sie ihren Job machen können. Das ist meine Aufgabe. So, das heißt, sie sind Berliner Berg für die ganze Welt da draußen. So. Und dass sie
die Produkte an die Hand bekommen, die sie brauchen, die Materialien, die Preise, die you name it. Mhm. Ne? Das Serviceangebot, was wir den Gastronomen irgendwie liefern, irgendwie Lieferungen am Tag, wenn früh bestellt wird und so Zeugs. Das ist ja meine Aufgabe, dass ich das sicherstelle. Und entsprechend habe ich natürlich meine Agenda innerhalb der Geschäftsführung, nämlich dass mein Team gut funktionieren kann. Mhm. Und manchmal ist die Agenda die Robin mit seinem Team. Die machen eben die Logistik, die kümmern sich darum, dass der Warenbestand gut ausgeglichen ist und so. Das ist manchmal eine andere Agenda und dann muss man das ausdiskutieren. Aber dann trinkt man Bier, hast du gesagt. Das ist ein super Stichwort. Denn wir sitzen hier auf der Dachterrasse eures Büros, das 5 Fahrradminuten von eurer Baustelle entfernt ist. Das hier ist Neukölln, wir haben schon erwähnt. Das ist Nähe Treptower Park hier. Ja. Und neben uns hier stehen sehr viele Flaschen. Genau. Ich habe eine. Nicht, dass wir uns schon gestritten hätten, aber es kann die Stimmung sehr befriedigen. Genau, also ich hätte auch Lust. Wir sind zum Biertrinken. Genau. Ich habe eine kleine Auswahl mit. Ich habe einen Favoriten, aber natürlich total meinungslos. Könnt ihr entscheiden, was ihr wollt. Wir sind Wachs in deinen Händen. Ach, sehr gut. Genau. Was ich euch mitgebracht habe, ist einer der letzten Flaschen von einer Ciderweiße. Das ist gebraut in Neukölln in der Kopfstraße. Mhm. Das ist ein Hybrid, den wir zusammen mit einem Streuobstwiesenhersteller. Ah. Der stellt Streuobstwiesen. Nee, genau, das heißt Streuobstwiesenpflücker, Streuobstwiesenproduzent, Betreiber. Also eine Firma, die sammelt quasi die Äpfel von Streuobstwiesen und macht daraus eigentlich Most und dann Apfelsaft und so. Und die sind auf uns zugekommen, habt ihr nicht mal Lust, irgendwie so ein wildes Cider-Projekt zu machen? Und dann ist quasi diese Ciderweiße entstanden. Ah, cool. Und das ist quasi der Most von den Streuobstwiesen. Bei uns in der Spezialitätenbrauerei mit unseren Hauskulturen vergoren. Dann haben wir das noch ein bisschen, weil also die Hefen hatten einen Spaß mit diesem zuckrigen Most. Ne? Also Wahnsinn. Das hat jetzt also über Nacht, das war eine Explosion. Und dann haben wir das noch mit Weiße quasi als Cuvée jetzt als Ciderweiße rausgebracht. Cool. Und also ein wunderbar, also mehr Brandenburg und Berlin in der Flasche. Als hier geht nicht. Ihr seht es ja nicht, aber so, sie kriegt ganz strahlende Augen. so ein schönes Herzensprojekt, total. Und das sind eine der letzten Flaschen und ich freue mich auch immer, wenn man dann mal zu einem besonderen Anlass, wie jetzt, wenn man einen Besuch bekommt. Und das. Michelle kann professionell Bier öffnen mit 2 Flaschen. Kriege ich ja noch nicht hin. Kriegst du nicht hin? Nee, kriege ich nicht hin. Ich muss das alles nochmal üben, da bin ich total uncool. Was Flaschen aufmachen angeht, bin ich mega uncool. Du anscheinend nicht. Nee, ich komme aus Sachsen, hätte ich beinahe gesagt, da kriegt man das Bier mit allem auf. Das ungewöhnlichste Tool zum Bier aufmachen ist, in deiner Historie, Karriere, oh Gott, Bieröffner-Karriere? Ja, ach, ganz schlimm, die Zähne tatsächlich. Echt? Das mache ich natürlich schon lange nicht mehr. Du sagst, aber die Zahnzusatzversicherung, genau. Hast du dir gesagt, das lasse ich lieber. Oder? Genau, das ist, sollte man wirklich nicht machen, außer wenn man irgendwie Anfang 20 ist und wahnsinnig cool sein will vor den Jungs. Hier kommt der Hinweis, bitte nicht nachmachen. Ja, genau. Bei mir war es ja lange das Handy, aber das habe ich dann irgendwann auch aufgegeben. Das klingt auch nicht so clever. Nee, das ist auch so halb clever. Dafür sind die auch nicht gemacht, muss man dann am Ende sagen. Hätte man gar nicht gedacht, ne? Ist halt schon merklich ein Cider. Ja. Aber ist stark in der Nase, ja. Aber wird ganz trocken hinten, von der Weiße. Super schön. Also, wenn man Cider mag. Ist natürlich schlecht, wenn ihr... Doch, doch. Aber ich gehe davon aus, dass ihr sauer... Das ist gut. Gerade an so einem Tag wie heute, im Gegensatz zu Hamburg, es scheint hier ja die Sonne. Mit Mitte 20 Grad. Nord-Süd-Teilung gerade, sehr ärgerlich. Aber hier kommt dieses Getränk toll gerade. Ja, sehr gut. Schön trocken nach hinten, tatsächlich überhaupt nicht süß. Ja. Nee, genau. Wie gesagt, die Hefen hat leicht prickelnd. Also mit der Kohlensäure übertrieben habt ihr es da nicht, ne? Das ist so. Nee, aber das also war tatsächlich auch einfach die Spontanvergärung da. Dann auch noch in der Flasche. Super. Du sagst in eurer Spezialitätenbrauerei. Also ihr habt dann eine Brauerei, wo ihr die speziellen Sachen macht und eine, wo ihr so das Kernsegment herstellt. Oder wie macht ihr das? Ja, genau. Also wir sind ja angefangen vor 5 Jahren als Lohnbrauer mit der Hundhanner Schlossbrauerei. Mhm. Das heißt, unser Braumeister, der erste, Richie Hodges, der kannte die Brauerei in der Nähe von Landshut noch aus Crew Republic-Zeiten. Mhm. Und daher war die Konecke irgendwie schon da. Und wir konnten da
beziehungsweise der Braumeister konnte da selber sein Bier brauen. Und das hast du ja im Lohnbrauen, hast du das ja nicht so oft. Also häufig gibst du ja dein Rezept ab, wenn überhaupt. Dass wir da quasi als Fremdbrauer wirklich so rein und raus und quasi schalten und walten können, wie wir wollen, ist eigentlich sehr, sehr außergewöhnlich. Mhm. Und war für uns aber super wichtig, weil wir das Gefühl hatten, dass wir dadurch eine sehr starke Kontrolle über die Qualität unseres Bieres hatten. So, also in 5 Jahren, wir haben jeden Sud selber gebraut, wir haben jede Abfüllung selber gemacht und so, ne? Und auch über 5 Jahre keinen schlechten Sud gehabt. So, und das ist auch, weil eben die Hohentanner eine super gute partnerschaftliche Brauerei sind. So. Mhm. Und so kam das eigentlich, dass wir eben dort angefangen haben, Lohn zu brauen und haben zu Beginn vor 5 Jahren aber eine kleine Crowdfunding-Kampagne gemacht und haben gesagt, wir wollen gerne das Thema Berliner Weiße wieder salonfähig machen und für die Berliner Weiße eine Spezialitätenbrauerei bauen. Und das haben wir dann eben in der Kopfstraße gemacht. Da war die Eröffnung 2017. Mhm. Und mit damals Frau Giffey, die Bezirksbürgermeisterin. Wissen wir ja, wo die heute ist. Und jetzt dieses Mal war nämlich Herr Hiekel, der neue Bezirksbürgermeister, da. Habe ich ihn auch gefragt, und welches Amt wollen Sie dann machen? Mal gucken, ob ihr es irgendwann macht wie die Queen, wie ihr sie alle so durchbegleitet. Ja, ja, genau. Ministerpräsident sozusagen dann durchbegleitet. Muss jeder erst mal einmal zu uns kommen. Ja, genau. Genau. Und haben dann 2017 da angefangen, eben vor allem Berliner Weiße zu machen. Und dann so saure Spezialitäten, you name it, irgendwie Fruchtweißen. Wir haben so eine kleine fassgelagerte Serie gemacht, dann eben auch mal so Experimente wie diese Ciderweiße, was wir gerade trinken, und haben da reine Spezialitäten. Wir haben auch ein bisschen nicht sauer gemacht, aber dadurch, dass wir da mit wilden Kulturen gearbeitet haben, gut natürlich sauer. Irgendwie einen Monat BBD und also Mindesthaltbarkeitsdatum. Und deswegen größter Teil auf sauer. Da war ja Crystal auch bei uns dann eine ganze Weile, war da die, hatte da den Hut auf. Mhm. Crystal Peck, die man, glaube ich, in der Bierszene in Deutschland schon auch kennt, die jetzt nach Belgien ist zu einem Malzhersteller und da die Brauerei leitet, die Testbrauerei. Und Crystal war eben bei uns dann 2 Jahre da die Head-Brauerin und hat die Sauerbier gemacht. Die Ciderweiß ist auch von ihr. Hat sie sehr, sehr gut gemacht. Das ist wirklich toll. Die letzte Flasche, sagtest du? Eine der letzten. Also ja, wir haben noch 3 Kartons oder so. Also es geht wirklich zu neigen. Man kann sie noch jagen bei euch. Ich weiß nicht, ob wir sie noch rausgeben oder ob das jetzt eher sowas wird. So wie besonderer Anlass. Macht man mal ein Fläschlein auf. Mal gucken. Also das quasi das nicht saure Kernsortiment, so habe ich es immer genannt, bis dato als Lohnbrauer in der Hohentanner und eben die Sauerbier-Spezialitäten in der Kopfstraße. Jetzt ist es so, dass wir leider zum einen durch Corona, zum anderen, weil wir mit dem Vermieter uns nicht mehr einig wurden, die Kopfstraße schließen mussten, jetzt über die Corona-Zeit. Und wir haben quasi zu Anfang des Jahres relativ viel Weiße dort gebraut, sodass wir jetzt über den Sommer durchkommen. Und dann zum Ende des Jahres, wenn hoffentlich unsere große neue Produktionsbrauerei ist, dann da eben auch diese Weiße wieder machen würden. Und vor allem aber auch alle anderen Sorten dort machen. Also jetzt mit dem Bau der neuen Braustätte, werden wir die Produktion eben zu 100% zu uns in die eigenen 4 Wände holen. Genau. Und da ist geplant, wann es losgehen soll? Also ich tue mich in der aktuellen Situation ein bisschen schwer mit Timings. Ihr müsst ja sehen, dass wir wollten im März den Spatenstich machen, das, also genau in die Corona-Zeit. Und dann passierte auch erst mal 3 Monate nichts. So, ne? Also und entsprechend aktuell würden wir halt den Verzug ungefähr haben. So. Aber in der durchaus sehr volatilen Situation, die wir im Moment haben, zu sagen, wir machen auf jeden Fall in 3 Monaten auf, halte ich für falsch. Das will ich auch einfach niemanden da falsche Versprechungen machen. Aber für uns ganz klar das Ziel ist, dieses Jahr zu brauen. Okay. Wie lange könnte sich das denn leisten, da nicht zu brauen, wenn ihr jetzt so eine Baustelle seid? Das steht eben auf einem anderen Papier. Genau, also das ist natürlich auch einer der Gründe, weswegen wir so schnell wie möglich da brauen wollen, weil natürlich dieses Fremdproduzieren einfach die ganze Zeit einfach teurer ist. Klar. Im ersten Artikel, den ich gesehen habe zum Bau, las ich 50.000 Hektoliter im Jahr, später 10.000. Welche Zahl stimmt denn? Okay. Wir nehmen mal die in der Mitte 30. Nein, Quatsch. Das wird ein 30 Hektar Sudhaus. Das heißt, wir können da schon gut reinwachsen. Ihr wart ja auf der Fläche, das sind 3.000 Quadratmeter. Mhm. Die Halle wird jetzt 600 in der ersten Ausbaustufe. Wir haben ganz viel Platz, da reinzuwachsen. Wo wir mittelfristig, langfristig hin wollen, steht ja auf einem anderen Blatt Papier, als was wir uns jetzt erstmal kurzfristig als Ziel setzen. Und kurzfristig als Ziel... Das können wir gleich, genau. Was sehen wir dann kurzfristig? Kurzfristig auf dem Ziel stehen die 10.000. Okay. Ich glaube, das ist so eine Marke,
die du, als du kleiner, der wir noch sind, und mit uns ja in Hamburg, in Berlin, irgendwie viele, die zu einer ähnlichen Zeit haben, angefangen haben wie wir, dass wir jetzt nicht für die anderen sprechen, aber für uns ist das definitiv so die Marke, so, das wollen wir erstmal knacken. So. Und ich glaube, das ist dann so, danach ist dann so Next Level. So. Da wärt ihr ja in Berlin die Größten, ne? Also in unserem Bereich? In eurem Bereich meine ich so, ne? Natürlich, klar. Also jetzt, wenn ich da auf die Indira Gandhi Straße gucke, da lachen die noch nicht mal müde drüber. Nein, aber halt im Kraftbereich wärt ihr die Größten, glaube ich, ne? Oder? Also wenn jetzt die anderen nicht auch wachsen würden, ja. Genau, dann ja. Also so viel macht gerade, wie gesagt. Und ich glaube auch, dass das eben für wahrscheinlich ein paar in unserer Nische so irgendwie so eine Karotte ist, die da so hängt. Und die man gerne erreichen will. Oder so ein Meilenstein. Ist jetzt erstmal nicht geplant. Ihr habt ja ein großes Gypsy Blues Center hier, ne? Natürlich, mit vom Berlo geführt. Genau, in Spandau. Erstens gibt es das, auch in Mariendorf, Brewdog wollen das ja durchaus anbieten oder machen das auch schon. Von daher gibt es da eigentlich auch erstmal genügend, die schon da sind. Und wenn wir mit unserem eigenen Bier das, die Anlage gut ausgelastet kriegen, dann gibt es auch keinen Grund, andere reinzuholen. Und die Flaschenabfüllung, die soll dann später kommen, ne? Die kommt später, genau. Das ist einfach Flaschenabfüllung in einem Setup, wo man das wirtschaftlich betreiben kann. Also quasi, wo die Schlagzahl der Flaschen, die du in der Stunde abfüllen kannst. Dafür brauchst du erstens eine ziemlich große Anlage, die sehr teuer ist. Du brauchst sehr viel Personal. Also der Personaleinsatz ist eigentlich das, auch was die Anlage da so teuer macht am Ende des Tages. Und das rechnet sich einfach bei der Größe von dem Volumen, was wir gerade drehen, das rechnet sich einfach noch nicht. Hm. Und wieder, auch da kannst du mich nicht fragen, wann wollt ihr das machen? Ich mache das, sobald ich das wirtschaftlich betreiben kann. Hm. Weil das sagt anders dann Uni, macht das. Das sagt dann Uni. Genau. Und du, je besser wir im Vertrieb arbeiten, desto schneller können wir uns auch den Flaschenfüller damit machen. Und sagt dann, ob er noch Bier hat. Genau. Sozusagen. Und du sagst, ich verkauf's. Gebt mir was an die Hand und ich laufe los. Wieder gute. Das klingt jetzt so beliebig. Du hast ja schon einen Hang zu guten, hochwertigen Produkten. Ich meine, du kommst ja vorher, wie du schon erwähnt hast, aus der Vegan-Szene. Man sieht es, wir haben auf dem Fahrradweg hier, du per Fahrrad, wir zu Fuß, darüber gesprochen, über die Tätowierung, die du hast. Jede Tätowierung ist eine Erinnerung und auf deinem einen Arm sieht man viel Gemüse. Schönes Gemüse wohlgemerkt. Es klingt jetzt so, Gemüse, es sieht gut aus. Und auf dem anderen eine Hopfendolde. Also insofern hast du da schon eine Verbindung zu den Sachen, die du verkaufst, sage ich mal. Weil man tätowiert sich ja auch nicht alles auf die Arme, ne? Also. Nee, absolut. Also ich bin auch wirklich in einer wahnsinnig glücklichen Situation, jetzt schon viele Jahre von meinem Berufsleben für Firmen zu arbeiten, in Teams zu arbeiten, wo ich hundertprozentig dahinter stehen kann, was ich mache und was ich vertreibe. Und das war bei Vegans, war das so eine Weile. Und jetzt bei Berliner Berg seit 4 Jahren eben entsprechend auch so. Die Biere, die wir produzieren, sind handwerklich sehr gut gemacht. Wir sind und waren wir auch nie die krassesten, experimentierfreudigsten, hopfigsten, aufregendsten Biere. Wir waren aber immer Biere, die eine sehr gute Go-To-Wahl sind und eine sehr gute Einsteigermarke. So. Also mein Referenzmodell ist eigentlich immer mein Papa. Mein Papa, ganz typischer deutscher Mann, irgendwie ne, Mitte 50, sein Leben lang nichts anderes als Pilz getrunken. So, dann kommt die Tochter an, Papa, ich habe einen neuen Job, ich mache jetzt in Bier. Ist ja super. Und dann bringe ich ihm so das erste Pale Ale mit. So. Und mein Papa schmeckt unser Pale Ale. Warum schmeckt ihm das? Weil das nicht so krass ist. So. Der versteht, dass da was anderes passiert im Mund. Der versteht, dass da andere Aromen sind, die ja eigentlich bei seinem klassischen ich weiß gar nicht, Wernesgrüner, Braustolz, Radeberger, irgendwas, was auch immer trinkt, Industriebier, der versteht, dass da was anderes ist, aber es überfordert ihn nicht. So. Und deswegen genießt das. Der wird trotzdem an den meisten Abenden einen Pilz trinken, aber er versteht, dass er da ein Bier hat, was mal für einen besonderen Anlass irgendwie eine coole Alternative für ihn ist. So. Und ich glaube, das ist auch die Schönheit in unserem Bereich, in unserem Nischenbereich, wenn du es hinkriegst, dass du eben nicht ausgrenzt und nicht sagst, ich bin der Nischentyp, der die krassesten Sachen macht und das ist so für meine Crowd und für meine Blase. Es hat alles seine Berechtigung.
Aber für mich die Schönheit ist, wenn ich es schaffe, dass ich eigentlich das Verbindeglied bin zwischen denen, die wirklich auf Handwerk extrem viel Wert legen, auf Kreativität in ihrem Bereich, auf auch eine Ursprünglichkeit. Aber man hat ja ganz viele Kraftbrauer, die wirklich sich mit ganz vielen traditionellen Bierstilen auseinandersetzen. So die besten in unserer Craft-Beer-Bubble gehypten Brauereien sind irgendwie Traditionsbrauereien aus Belgien und Co. Ne? Mhm. Also da spielt ja ganz viel mit rein. Mhm. Und ich glaube, und auf der anderen Seite, auf dem anderen Extrem eigentlich, wenn man so sagt, man hat eben dieses eine Extrem von wirklich so dem liebevoll Craft-Beer-Nerd und wirklich im allerbesten Sinne. Und das andere Extrem ist eben der Biertrinker, der seit 30 Jahren nur Pilz getrunken hat und nie was anderes anfassen würde. So. Und wenn du es aber schaffst, dass die zwei so ein bisschen mehr zusammenkommen, dann hilft es doch der ganzen Industrie, weil dann wird der Industriebiertrinker merken, alles klar, da gibt es noch was anderes. Und das macht doch ehrlicherweise Sinn, weil Lebensmittel kosten eben so viel, Herstellung kostet so viel, wenn man das vernünftig produziert, wenn man das handwerklich produziert, so, ne? Wenn man es eben nicht in einem Industriekontext schnell und nur auf Masse macht. Und auf der anderen Seite eben den Craft-Brauer hat, der aber ein bisschen auch über seinen Tellerrand schaut und sagt, okay, ehrlicherweise, wenn ich will, dass man sich mit meinen Bieren beschäftigt, muss ich vielleicht auch ein bisschen auf den Gegenüber eingehen. Keine Kompromisse in meinen Bieren machen, aber einfach ein bisschen Verständnis aufbringen für die andere Seite. Und ich glaube, wir sitzen als Berliner Berg genau da in der Mitte. Ja. So. Wir machen halt, ne, auf der einen Seite mache ich auch irgendwie crazy Barrel-Aged Sours, die die halt ein sehr kleiner, spezieller Kreis an Menschen nur genießt. Und auf der anderen Seite mache ich Biere, oder wir als Berliner Berg machen Biere, die eben sehr approachable sind, die sehr zugänglich sind für Leute, die sich noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben und vielleicht darüber Zugang zu einem Fürst-Wiatschek finden oder zu einer Schneeäule oder so. Ne? Also, und ich finde, das hat alles, also es hat beides seine Berechtigung. So. Mhm. Ein Kiezbier. Ein totales Kiezbier. Ja, das Lieblingsbier der Berliner. Also in der Form von Everyday-Bier sozusagen. Ne? Also kann man irgendwie schön nach dem Feierabend ganz unkompliziert genießen. Aber ihr habt ja auch durchaus andere Sachen, wenn man mal irgendwie Bock hat auf mehr. Aber das Kernsortiment ist schon, sagst genau. du, so auf Everyday-Bier. Und das gehört für mich auch für eine moderne Brauerei dazu, dass du eben nicht nur, also nicht eine reine Pilzbrauerei zum Beispiel bist, sondern dass du eben die Pale Ales, die IPAs, so die ganze Klaviatur auch mitspielst, weil wir sind halt auch nicht mehr in 1980ern oder 70ern in Deutschland. So, nee, 2020, hallo. Mhm. Gerade in Berlin super viel internationales Publikum, super viel einfach Einflüsse von draußen, die Stadt so lebendig, so auch immer wieder sich erneuernd machen. Und wir mit Berliner Berg treten an, wirklich die lokale, unabhängige Innenstadtbrauerei zu sein. Und dann gehört eben dazu, dass man einen Pilz hat und dass man einen Pale Ale hat. Und dass man beides irgendwie zusammen, gemeinschaftlich da genießen kann, ohne dass der eine den anderen doof findet oder ihm irgendwie was belehren will. Hm. Wir haben in Hamburg ein Bierlabel, das nennt sich Superfreunde. Du wirst die Jungs kennen, sie haben bei euch hier in Berlin angefangen. Den war Berlin zu eng. Aha. Vom Markt her. Warum? Was sagen Sie? Es tut sich hier einfach wahnsinnig viel. Und du hast es schon angedeutet. Es gibt ja auch, ihr seid ja nicht die einzige Brauerei, die in der Stadt sich gerade findet, gründet, die gebaut wird. Ja. Das gerade eben erwähnt. Die Vagabunden, die sind auch am Start. Ja. Ein sehr schönes Gebäude, ein denkmalgeschütztes, das sie da gerade für sich kreieren. Und ganz viel Liebe. Das heißt, die Stimmung heißt es ja immer, sei so nett in der Craft-Bier-Szene, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere natürlich auch was mit Wettbewerb zu tun hat, oder? Ja, also ich sehe das recht sportlich. Konkurrenz ist nie schlecht, das belebt das Geschäft. Ich gehe da tatsächlich auch mit einem recht sportlichen Ehrgeiz irgendwie ran so. Mhm. Freue mich da über Erfolge und ärgere mich, wenn jemand mir einen Kunden wegschnappt und so, aber so auf einem guten Level. So finde ich, gehört auch dazu, wenn du nicht quasi alleine in dem Markt bist, hast du halt Mitbewerber und dann gibt es Tage, man gewinnt man und man manchen verliert man. Aber Berlin aus meiner Sicht ist absolut nicht zu klein und nicht zu eng, kann ich gar nicht nachvollziehen. Wir haben hier mit dem Umland zusammen einen Biermarkt von über 4 Millionen Hektoliter. Da sehe ich nicht, warum ich mit meiner irgendwas zwischen 10 und 50.000, wir werden mal sehen, da nicht auch einen guten Platz finde.
So. Mhm. Am Ende des Tages entscheidet doch der Kunde, ob der dich supportet, ob der dich gut findet, ob der dein Bier mag, ob dem das schmeckt, ob der deine Geschichte versteht, ob der das gut findet. Und der entscheidet im Regal oder in seiner Lieblingsbar. Und deswegen, ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, das ist mir hier zu viel Konkurrenz. Mhm. Es gibt tatsächlich ja viele super coole Situationen, dass es so viele auch wirklich erfolgreiche Kraftbrauer hier gibt. Also wir haben die Vagabunden im Wedding, Berlo natürlich, ja, Gleisdreieck und Spandau. Das ist auch eine Frau sozusagen nochmal. Katharina, ja, super. Ja. Also nur Props und irgendwie... Cheers to that, dass es die Vielfalt gibt und dass es ja auch angenommen wird. Ne? Also, weil, also gerade die zwei mit uns zusammen sind ja auch also Beispiele von auch noch anderen, aber wo man schon sagen kann, das Konzept funktioniert. Mhm. Und das sind eben nicht nur unsere Family and Friends, die irgendwie unser Bier kaufen, sondern das sind, wir begeistern damit Berliner und Berlinerinnen und Zugezogene und Touristen und finden da irgendwie Anklang mit den Geschichten, die wir erzählen, mit den Bieren, die wir brauen, mit den, wie wir uns präsentieren, und sind da sehr unterschiedlich, sehr vielfältig und haben definitiv genügend Platz in so einer Metropole wie Berlin. Deswegen, also was da Superfonde sagt, kann ich zumindest nicht nachvollziehen. Jetzt haben wir sie in Hamburg, wir freuen uns. Das glaube ich. Also das stimmt, ich vermisse sie ein bisschen, weil ich mag die zwei Jungs sehr gerne. Die sind sehr, mit denen trinkt man auch gerne ein Bier. Das stimmt. Berliner Berg, wird eine reine Berlin-Marke bleiben oder wie ist das? Was meinst du damit? Wie ist der Verkauf außerhalb dieser Stadt? Ah, Fokus auf Berlin. Ganz klar. Klar, erstmal lokal. Erstmal die Haustür, vor der Haustür. Kriege ich das normal im Supermarkt? Ja, also wir haben mittlerweile im Innenstadtbereich, also in Berlin ist es ja so, du hast den Innenstadtring, also die S-Bahn hat quasi so einen Ring um die Stadt gelegt und eigentlich alles, was so innerhalb vom Ring ist, ist quasi, da geht viel, da ist viel Offenheit für Moderne und dann außerhalb vom Ring wird es ein bisschen schwieriger. Okay. Deswegen so im Innenstadtbereich sind wir eigentlich von der Distribution her in fast jedem Supermarkt zu finden, manchmal muss man ein bisschen suchen. Mhm. Aber in der Regel sind wir da doch auch ganz gut platziert. Und Späti ist klar, Berlin hat eine wahnsinnige Späti-Kultur. Ich glaube, also auch da sind die Zahlen sehr wüst. Also was zwischen 2.000 und 6.000 Spätis hat die Stadt. Man weiß es nicht genau. Ich glaube, die wechseln da auch häufiger. Aber auf jeden Fall wahnsinnige Späti-Kultur bei uns in der Stadt und sind da sehr stark aufgestellt. Und ansonsten, abgesehen davon, haben wir aber den maximalen Fokus auf Gastronomie. Mhm. Also das On-Trade-Geschäft ist für uns wahnsinnig wichtig, sowohl vom Absatz als auch von eben Thema Markenbildung. Ne, was ich eingangs gesagt hatte, dass wir ja im Unternehmen immer eher eine Vertriebsstrategie verfolgt haben als eine Marketingstrategie. Und eben Teil dieser Vertriebsstrategie eben ist, enge Beziehungen mit den Gastronomen aufzubauen, wirklich partnerschaftlichen Umgang und auch so als uns selber auch als Partner der Gastro einfach verstehen. Und das eben über so ein Serviceangebot, was wir liefern, wie na, die Lieferung auch mal. Also ich habe gestern um 22 Uhr noch kurz zur Monterey Bar in Fass geliefert. Ich hoffe, du hast da auch noch ein Bier getrunken. Kurz mit Adi geschnackt, wie man das so macht. Also das sind ja auch schöne, kann man ja auch gut verbinden mit dem Guten. Aber halt solche Themen. Wir haben zwei Leute bei uns aus dem Team als Schankanlagenreiniger ausbilden lassen, so unterstützen da die Gastronomen. Wir beraten zur Seite und so. Ne? Also eigentlich so das Spiel, was man eigentlich nicht spielen kann, weil die Großen mehr Geld haben. Also ich kann jetzt nicht hinkommen und irgendwie ein paar tausend Euro auf den Tisch legen. Und das will ich auch nicht. Das ist für mich ein Geschäftsgebaren, das ist oldschool. Das hat man vielleicht in den 60ern, 70ern gemacht. Aber das muss aus meiner Sicht heute, ist das überholt. Mhm. Und abgesehen davon könnten wir das auch nicht. Aber dann finden wir eben andere Mittel und Wege, um den Gastronomen zu unterstützen. Und das ist eben beraten, das ist irgendwie, ne, wie ich es gesagt habe, über die Serviceangebote, die wir halt strukturieren und irgendwie stricken. Und die ganz klassische Kundenbindung. Nun, genau. Fällt euch dieses Prinzip nicht die Kundenbindung? Die ist, glaube ich, jetzt sehr wichtig. Wie binden die eure Kunden während Corona, wenn wir doch jetzt gerade eine Gastro haben, die nicht so glücklich dasteht und ihr vermutlich wahrscheinlich auch nicht. Und total am Straucheln ist. Und gerade weil wir ja natürlich nicht in den Krisengastronomien drin sind, die
wenn wir auch ein bisschen Puffer haben und das ein bisschen aussitzen können, sondern eher in den kleinen, individuellen Läden. Also wir haben viele Kunden, die natürlich sehr hart zu kämpfen haben und versuchen da maximal zu unterstützen, weil wir kennen, das sind bei uns so Maßnahmen wie, jetzt haben ja die Gastronomien wieder offen, das heißt, wenn die Kunden MHD-Bier haben anstandslos ausgetauscht, wir haben zum Teil die Zahlungsziele verlängert, wir haben zum Teil irgendwie auch mal hier und da ein Freifass rausgegeben und gesagt, hier, dann kannst du erstmal quasi wieder ein bisschen Einnahmen generieren und dann denk doch auch an mich bitte. Und wenn du dann wieder Geld hast, dann kauf doch bitte auch wieder in die Fässer. In Hamburg war das Retterbier sehr populär. Habt ihr sowas auch gemacht? Genau, wir haben relativ am Anfang so eine Charity-Aktion gestartet, wo wir über unseren Online-Shop Kisten verkauft haben, die selber ausgeliefert haben in Berlin. Mhm. Und die Einnahmen sind komplett an Gastronomen gegangen. Wir haben so 15.000 Euro knapp gespendet und das ist ungefähr zur Hälfte an die Clubkommission gegangen. Das ist der Verbund, der hinter den Berliner Clubs und Kultureinrichtungen steht. Mhm. Und zur anderen Hälfte direkt an Kunden von uns und dann also eigentlich so die, mit denen wir am längsten zusammenarbeiten, die uns jetzt wirklich seit 5 Jahren die Treue halten, die haben wir dann halt tatsächlich supportet und da irgendwie so gute 1.500 Euro gespendet pro Gastronomie. 13 Leute beschäftigt ihr, ist das alles Vollzeit? Ernährt ihr die wirklich vollständig? Ja. Wie geht es euch in dieser Zeit? Wart ihr auf Kurzarbeit oder wie habt ihr das gemanagt? Ja, also wir hatten, du erinnerst dich, am Anfang habe ich gesagt, jeder hat so seine Stärken bei uns in der Geschäftsführung. Mhm. Ich bin eher die Wildcard und Robin ist der sehr strukturierte, sehr ordentliche. Und ich muss sagen, in der Krisenzeit, was Robin da geleistet hat, das war Wahnsinn. Also ganz bei einer stoischen Ruhe alles ganz strukturiert aufgesetzt, jedem gesagt, du machst jetzt das. So kommen wir durch diese Phase durch. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist, wir haben Teile vom Team an die Edeka ausgeliehen sozusagen. Und die haben da in Mittenwalde im Zentrallager mit die Paletten gepackt. Die haben dann gutes Geld verdient, die waren quasi bei uns erstmal runter, natürlich dann entsprechend von der Payroll und haben vor allem auch Stunden freigemacht für andere Leute. Also ne, zum Beispiel unser Fahrer war da und hat da kommissioniert bei der Edeka und dafür konnten dann meine Vertriebsjungs mit ausliefern. So, und so sind wir eigentlich durch diese Krise gekommen mit fast gar keiner Kurzarbeit. Also wir hatten jetzt einen Monat, wo wir so ein bisschen ein paar 20-30% und ansonsten Vollzeit normal gearbeitet. Genau. Das war ja eine elegante Lösung. Das war super elegant, weil keiner von uns irgendwie auf ne, Gehalt verzichten musste, also keiner irgendwie wirtschaftlichen Schaden davon getragen hat. Und, aber vor allem war es total elegant und schön zu sehen, wie das Team da mitgezogen hat. Mhm. Und ohne auch nur einen Mucken und Murren gesagt hat, alles klar, ich liefere jetzt. Let's go. oder ich mache jetzt Bestellungen oder. Und das war total schön zu sehen, weil ich glaube, es sind so Krisenzeiten, da trennt sich schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen und da sieht man wirklich dann den Charakter und da war ich sehr beeindruckt und sehr glücklich, wie da alle zusammen gehalten haben. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt alle auch sehr glücklich, dass wieder jeder das macht, was er machen soll. Es geht langsam wieder genug durch. Zusammengehalten. Nee, wir waren schon alle, also gerade, wie gesagt, wir als Vertrieb, also ich habe auch mit ausgeliefert und so, ne? Und man tut halt, was halt nötig ist. Und, aber wir waren alle so, als es dann hieß, ja, Chris kommt zurück. Und ich so, oh, ja, Gott sei Dank. Den haben wir mit sehr offenen Armen wieder zurückempfangen. Nee, das war cool zu sehen, dass das funktioniert hat. Mhm. Wollen wir noch eins eurer Biere hier trinken? Also, total gerne. Es ist auch noch was in der Ciderweiße ansonsten. Ich habe noch Sauer, wenn wir bei Sauer bleiben wollen, habe ich Sauer mitgebracht, klassisch Berliner Weiße und 2 Fruchtvariationen, Kirsche und Tutti Frutti. Das ist auch ein wilder Mix, den Crystal gemacht hat. Da ist so Lavendel und Guave und wirklich so ein Wild Bunch drin. Räubusch, glaube ich, hat sie damit reingemacht. Damit werden wir das Gespräch mit der Ciderweiße, werden wir das Gespräch nachher nochmal beschließen, weil die werden wir auf jeden Fall nicht so zur Hälfte weggehen lassen. Das können wir ja nicht tun. Aber wir müssen noch, finde ich, wir sind ja 3, das heißt, wir könnten uns eine Flasche teilen. Hast du Präferenzen, Stefan? Ja, ich würde das ansonsten würde ich sagen, sind wir wieder Wachs in den Händen. Aber ja, komm, such was aus. Genau, also ich habe die Saure mitgebracht. Ich habe euch auch unser Nicht-Saures ein paar Biere mitgebracht von den Nicht-Sauren. Und unter anderem das liebevoll Coming Soon Pilz genannt, was es so noch nicht auf dem Markt gibt. Das in 3 Wochen ist der Flaschenlaunch von unserem neuen Pilz. Und das ist aber quasi hier so eine Vorabfüllung
mit der wir, den wir Kunden vorgestellt haben. Das heißt, wenn ihr das bald hoffentlich neue Lieblingsbier der Berliner probieren wollt. Als Hamburger schon mal das Lieblingsbier der Berliner trinken, allein deswegen müssen wir es ja tun. Genau, und das Bier hat dann so hat so den liebevollen Titel Coming Soon bekommen. Spülung. Genau. Klassisches Pilz. Durch und durch klassisch. 4,9% Alkohol. Wir haben Tettnanger, Saatzer und Polaris, also recht klassisch deutsche Hopfen aus der Hallertau. Vielen Dank. Nicht zu voller Körper, nicht zu bitter. Eigentlich ganz so, wie der Berliner sein Bier gerne trinkt. Wir haben relativ großen Aufwand betrieben und da so verschiedene Verkostungsrunden mit Kunden gemacht und da wirklich auch so Blindverkostungen mit eben den einschlägigen Pilzsorten. Und sind ganz, ganz happy mit dem Ergebnis und haben, also treten schon wirklich mit dem Bier an und wollen damit nochmal so die, eigentlich raus in die Stadt. Okay. Raus auch aus unserem, aus unserer kleinen Bubble, ja, in der wir sind. Und ja. Und eure Core Range sind wie viele Biere? Es sind mit der Berliner Weiße 5 Biere, also Pils, Lager. Das war das erste Bier, was wir auf den Markt gebracht haben. Das ist auch immer noch Core Range. Fantastisches Bier, ganz ausgewogen. Nicht so das Beste aus, aus allen Welten, was so die Lagerbiere zu bieten haben. Pale Ale, ganz klassisch amerikanisches Pale Ale. Also noch sehr trocken, sehr, sehr wenig Frucht. Viel nur Hopfensorten, die vor 2003 auf den Markt gekommen sind. Okay. Also wirklich sehr klassisch. Das hat, haben wir da sehr stringent durchgezogen. Und auf der anderen Seite Maries Ottermals, also auch so die Kombination, ne, UK-Ursprung, englischer Ursprung, amerikanisiert und ein IPA und die Berliner Weiße. Ja. Genau. Das heißt, wir haben zwei Lager, zwei Ales und die Berliner Weiße, das ist das Kernsortiment und stocken das dann saisonal auf mit ebenso saisonalen Sondersuden. Aber eher kleines Kernsortiment. Finde ich eine gute Anzahl an Bieren, überfordert wieder nicht. Ne? Also wieder dieser Anspruch, jemand, der sich noch nie mit Biervielfalt auseinandergesetzt hat, dem 20 Biere zu präsentieren und dann entscheide dich mal, super schwierig. So, geht mir selber so. Ist auch Quatsch, kann man ja auch gar nicht. So. Ne? Ja. Ja, also es ist auch, ist auch ein Weg, aber ich glaube, der ist so ein bisschen limitierend. Ich glaube eben mit der fünf Sorten, zwei Ales, zwei Lager, das kann man gut erklären. Ein sauer Berliner Weiße, krasses Traditionsbier in Berlin. Das ist so ein Herzensprojekt von uns. Deswegen, wir haben ja diese Spezialitätenbrauerei gebaut. So, also das ist, wenn man sich einmal mit dieser Berliner Weiße Geschichte auseinandersetzt und wir haben da wirklich die Archive durchforstet und dann gräbst du dich immer tiefer irgendwie in die Materie. Wahnsinnskultur. Und die 300 Braustätten, so. Kein Mensch hat das mit Sirup getrunken. Und es ist irgendwie, also, ja, so einfach. Und gerade in einer Stadt wie Berlin, wo so viele neue kulturelle Einflüsse jeden Tag reinkommen, was der Stadt auf der einen Seite total hilft und die total voranbringt. Auf der anderen Seite aber du schon auch einen Traditionsverlust hast in der Stadt. Und eigentlich, das, glaube ich, merkt man an vielen Orten, ob das eine Essenskultur ist, ob das eben überhaupt Kultur auch, also Angebote künstlerischer Natur, was auch immer. Die Stadt hat aus meiner Sicht schon Probleme damit, so ihre Tradition zu bewahren oder überhaupt erstmal zu finden. So Berlin, was ist das eigentlich so? Und wenn wir es schaffen, da mit unseren Bieren irgendwie so einen kleinen Anteil daran zu haben und wirklich zu sagen, so probier doch mal die Berliner Weiße ohne Sirup und mach das doch mal, probier es doch einfach mal aus, weil das ist halt Stadtgeschichte, so im Glas. So, genauso ein Pilz. So, auch ein Pilz gehört einfach zu der Stadt dazu und eben zumindest aus meiner Sicht, und da bin ich Gott sei Dank auch nicht alleine bei Berliner Berg, wir sind halt auch keine Stadt, die Helles trinkt. So. Deswegen bringen wir einen Pilz und kein Helles. Ja. So. Also das Pilz ist auf jeden Fall geradlinig, schön, trinkbar. Genau, super. Du hast es besser beschrieben. Also wirklich super. Ein bisschen ungewöhnlich blumig, finde ich so vom Charakter her. Jetzt nicht besonders herb, aber da sagst du ja schon, ist eher wie die Berliner es mögen so. Ne? Ja. Also, passt. In Norddeutschen würde es ein bisschen herber mögen.
Genau, aber sehr geradlinig, sehr unaufgeregt, so gut trinkbar. Drängt sich nicht in den Vordergrund. Und ich finde auch, eben auch dafür, für die Momente braucht man ein Bier. Und dann möchte ich doch bitte ein Angebot haben. Für die unaufgeregten Momente des Lebens. Für die Momente, wo das Bier eben der Begleiter ist durch einen schönen Abend und nicht im Vordergrund steht. Und wenn ich mich abends mit meinen Freunden in der Kneipe treffe, dann will ich mich mit denen beschäftigen. Ich will mich nicht primär mit meinem Bier beschäftigen. So. Es gibt Freunde in einem Craft-Beer-Kreis, dann treffe ich mich im Muted Horn zu einem Bottle-Share. Genau. Und dann ist der Abend, dann ist das Setup auch, wir beschäftigen uns heute mit Bier. Und dann ist das auch in Ordnung und dann bin ich da die Erste mit dabei. Aber es gibt eben auch Abende, da möchte ich das nicht. Da möchte ich mich austauschen mit meinen Freunden, über andere Dinge reden. Und da möchte ich ein Bier, was mir gut schmeckt, aber was mich unaufgeregt im Hintergrund begleitet. Und ich möchte das nicht aus der Industrie. Ich möchte das handgemacht von einem Produzenten, der sich darum kümmert, dass da ordentliche Zutaten drin sind, der dem Bier die Lagerzeit gibt, wo die ganze Lieferkette irgendwie durchdacht ist und irgendwie handwerklich gut gemacht ist. Wir werden jetzt in der neuen Brauerei einen Naturhopfengeber haben. Das heißt, in das Bier kommt dann auch so Naturhopfen noch mit rein und so. Also wir machen ja, nur weil wir sagen, wir machen... Wird die eigentlich transparent sein? Sprich, werden da auch Leute sich das angucken können? Selbstverständlich, so genau. Also wir haben ja... Die Brauereifläche ist ja direkt an der S-Bahn. Das heißt, da fahren wirklich auch jeden Tag 40.000 Leute in der S-Bahn dran vorbei. An Nicht-Corona. Die werden reingucken können, ja. Genau, an Nicht-Corona-Tagen. Wir haben zur S-Bahn-Seite ein riesengroßes Fenster. Da guckt man genau in die Brauerei, sieht ganz viel Edelstahl. Und das heißt also, jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit kannst du da reingucken. Ihr werdet also ein bisschen rumposen, möchtest du sagen. Nee, gar nicht mal rumposen. Aber die Leute sollen schon sehen, dass wir eben nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen irgendeine Giftmischung machen, sondern wir nehmen das schon ernst so. Und da kommt eben irgendwie wirklich ein Lastwagen voll mit Hopfen und nicht irgendwie zwei Tonnen, wo Hopfenextrakt drin sind. So, ne? Also, wie gesagt, ich will das auch alles gar nicht so verteufeln, weil auch hier so, wer bin ich denn irgendwie der halben Nation zu sagen, das ist alles scheiße, was ihr trinkt, finde ich, ist nicht der richtige Weg, aber ich möchte ein Angebot schaffen oder Berliner Berg möchte ein Angebot schaffen, wo man die Leute, die einfach über die letzten 40, 50 Jahre einfach nichts anderes getrunken haben, weil sie nichts anderes präsentiert bekommen haben, weil sie sich auch nicht damit beschäftigt haben, weil sie es auch nicht interessiert hat. Einfach mal zu entdecken. Genau. Guck dir das doch mal an. Preislich, wo liegen wir bei dem Pilz? Im Supermarkt wird es für 99 Cent die Flasche stehen. Dieser Preisbrecher, das ist ja krass. Mhm. Wird man euch dafür lieben in der Szene? Das werden wir sehen. Bin gespannt. Ich glaube, es wird so und so gehen. Ich glaube, wenn die Szene drüber nachdenkt, wird sie hoffentlich verstehen, dass das für uns gut sein kann, weil wir nämlich damit eben ein Türöffner sein können. Du hast gerade eben gesagt, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, da bin ich nämlich ein bisschen drüber gestolpert, damit wollen wir raus aus unserer Berliner Blase. Ist das Pilz dann das, was raus soll aus Berlin? Oder nee, nicht Berliner Blase, aus der Craft Beer Bubble. Okay, genau. Genau. Und einfach wirklich diesen Brückenschlag schaffen zu dem normalen Publikum. Ach, 99 Cent ist schon arg günstig. Ne? Also das Rothaus steht für den gleichen Preis im Regal. Was die Internationalen, die für den gleichen Preis drinstehen. Guck dir mal BrewDog an, für was die im Regal stehen. Günstig finde ich es nicht. Es ist gerechtfertigt für die Produktion, ohne Kompromisse machen zu müssen. Aber es ist eben auch in dem Preisbereich, wo wir es hoffentlich schaffen werden, dass mehr Leute zugreifen und es mal probieren und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Die Liebe geht über den Preis am Ende dann doch, ne? Im Supermarkt tatsächlich. Du musst aber auch sehen, dass du im Supermarkt als Kunde, der sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, der nicht den Podcast hört, der nicht irgendwie in eine Craft Beer Bar geht, so, da stehe ich mit meinem Pilz im Regal mit irgendwie, keine Ahnung, 60 Cent für Schultheiß, 70 Cent Radeberger. So, da bin ich immer noch irgendwie eins der teureren Biere. Ich bin in einem Bereich, wo ich eben mit einem Rothaus, einem Augustiner, eher so in der Bereich. Und das haben die Kunden ja auch gelernt, dass wenn du in einem Qualitätsbereich bist, also handwerkliche Produktion, aber trotzdem auf ein bisschen höheren Niveau im Volumenbereich, dass die Leute dann auch den Euro für die Flasche ausgeben. Also es muss nicht mehr die 50 Cent Flasche sein. Der Euro ist okay, aber ich glaube, dass leider in Deutschland halt immer noch eine gewisse Schmerzgrenze einfach bei Bier ist. Und das war für uns ja lange Zeit die 2-Euro-Marke.
eben auf den hopfigen Sorten. Das, da werden wir auch lange nicht dahin kommen, aber natürlich werden wir jetzt vom Pilz irgendwie auch versuchen, ein bisschen mehr Bier zu verkaufen. Ja. Und genau, du sagtest, hopfigere Sorten, so ein IPA bei euch, oder so ein Pale Ale, kostet? Im Regal steht es für so ungefähr 1,80 in den meisten, genau 1,79. Auch da immer eher im unteren Preisbereich. Mhm. Viele sind ja so, positionieren sich ja so bei 2,20 Euro, 2,10 Euro. So. Genau, nicht die billigsten, nicht die teuersten, so immer schön in der Mitte. Mal gucken, ich bin gespannt, was die Szene sagt zu den 99. Du, ich bin auch gespannt und vielleicht können wir da noch mal kurz drauf, drauf einsteigen, weil ich da ja quasi nur die eine Hälfte sagen könnte. Also am Ende, glaube ich, wird es ein paar Leute geben, die das nicht gut finden. Wir machen das, was wir für richtig halten, ja. Und ich kann guten Gewissens behaupten, dass wir keine Kompromisse in der Qualität unserer Produkte machen. Und wenn ich es doch zu dem Preis, ohne Abstriche zu machen, irgendwo, weder bei den Mitarbeitern, bei der Zutatenauswahl, bei der Lagerzeit, nirgendwo. Ich mache keine Abstriche in der Qualität meines Produktes. Mhm. Ich behandle alle fair in der gesamten Lieferkette. Und ich kriege es trotzdem hin, das wirtschaftlich für den Preis in den Laden zu stellen. Warum denn auch nicht? Mhm. Wenn ich dadurch den Zugang zu dem normalen Biertrinker kriege, und meinen kleinen Beitrag leisten kann, dass der sich drüber Gedanken macht, was ihr da eigentlich in der Hand habt. Und vielleicht dann heute meinen Pilz trinkt und morgen denkt, oh, was gibt's denn hier eigentlich noch? So, ach cool, Vagabund hat ein helles, Berlo hat ein Pale, keine Ahnung. Ja. Ist doch cool. Öffnen wäre es natürlich schön. Ne? Schauen wir mal, warum was denn da nicht? So kommt. Ja, ja klar. Du wir hast schauen. Am Anfang erwähnt, du bist mit einem Briten verheiratet. Indeed. Deswegen entschuldigt dieses furchtbare Denglisch. Ja, manchmal. Da haben wir die Anglismen vielleicht irgendwie erklärt, bevor man in so eine Marketing-Ecke stellt, in die du gar nicht gehörst. Nee, gar nicht. Das habe ich mir wirklich angewöhnt, leider. Da haben wir das nochmal erklärt. Aber tatsächlich wollte ich drauf hinaus, der Engländer hat ja auch ein schönes Verhältnis zu Bier und eine schöne Bierkultur. Wie sieht es denn bei euch zu Hause aus? Also, ich sag mal Lass so. Lass uns noch mal kurz teilhaben. Ich sag mal so, wir haben einen Bierkühlschrank. Wir haben noch keine Zapfanlage zu Hause. Dagegen sträube ich mich. Aber genau, der Bierkühlschrank hat doch Einzug gehalten. Hm. Mein Ehemann ist Dean von Brewdog. Wir haben letztes Jahr bei Berlo geheiratet. Also, das war, glaube ich, so die Craft Beer Hochzeit. Berliner Berg heiratet Brewdog bei Berlo. Und das ist interessant, der macht das ja schon viel länger als ich, also Dean ist seit, oh Gott, 9 Jahren, glaube ich, bei Brewdog und hat vorher mit Bier zu tun gehabt, also der erklärt mir auch noch das eine oder andere, was ich nicht weiß. Am Ende des Tages zu Hause reden wir gar nicht so viel über Bier, weil wir machen das ja irgendwie schon den ganzen Tag. Es hilft definitiv, dass er ja in einem anderen Bereich zuständig ist als ich. Also er kümmert sich ja um die internationalen Bars von Brewdog und ich mache eben in Berlin Vertrieb für ein lokales Bier. Mhm. Von daher haben wir da nicht so viele Überschneidungspunkte und das ist, glaube ich, auch gut so. Aber ihr seid schon ein Bier-Couple, das kann man nicht einfach sagen. Nee, ist schön. Man kennt sich. Das war gut bei der Gästeliste, wir hatten viele Überschneidungen. Ihr hättet selbst zu Corona-Zeiten heiraten können, ohne die Mindestbeschneidung. Natürlich mit aussieben, aber ja. Einfach mal mit der Schnittmenge. Gab es ein Hochzeitsbier, ein spezielles eigentlich, bei so einer Craft-Bier-Hochzeit? Ja, tatsächlich. Mein Team hier bei Berliner Berg hat uns ein Hochzeitsbier gebraut. My Beerly Beloved. Das war eine Berliner Weiße mit Rose Petals, also mit Rosenblüten und Raspberry. Haben sie uns gebraut. Haben wir noch ein paar Flaschen zu Hause und trinken die auch sehr bewusst und wirklich nur zu sehr besonderen Anlässen. Das war ganz wunderbar. Wusste ich auch wirklich nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Hat Crystal gebraut in der Kopfstraße für uns. Das war ganz wunderbar. Süß. Ja. Dann haben sie auch so Labels gedruckt, so mit so unserem Namen. Ach, und so cool. Herzform. Also es war wirklich ganz wunderbar und fantastisch. Kitsch und Bier, das geht, ne? Ja, das geht schon. Nee, das war echt ganz süß.
Ja, wir haben immer eine Schlussfrage. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast jemals gehört hast. Natürlich, wenn man sich so vorbereitet. Sie ist Vertrieblerin. Natürlich hat sie den Podcast gehört. In doppelter Geschwindigkeit zwei, drei Dinger durchgehackt. Nee, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir jetzt in Vorbereitung das zum ersten Mal angehört. Finde es aber ein total cooles Format und werde mir jetzt so alle Folgen mal durchhören. So, ich höre eh immer Podcast auf dem Weg zur Arbeit. Also wir wohnen mittlerweile hier von Neukölln ein bisschen entfernt. So 40 Minuten auf dem Rad. Das heißt, ich höre sehr viele Podcasts. Ah, ja. Und da kommt ihr jetzt in die Heavy Rotation. Ja, glaub, also bei dem einen oder anderen werden wir deinen Hin- und Rückweg dann bespielen. Naja, ist immer ganz... Aber ja, gute Länge. Auf jeden Fall, genau. Du wirst auf die einsame Insel verschlagen, auf die berühmte, und musst da ein Bier die ganze Zeit trinken. Was wäre das denn wohl? Hast du da was? Boah, ich würde wirklich mittlerweile Berliner Weiße mitnehmen. Weil das mich total erfrischt und eine einsame Insel ist für mich auch immer sehr warm. Ich sehe da kein schlechtes Wetter auf einer Insel, sondern ich sehe da Palmen. Hast du denn da Favoriten? Also wahrscheinlich natürlich euren, aber hast du auch, es gibt ja auch andere Berliner Weiße. Ja, also bei den Berliner Weißes kommt das immer so bei mir sehr auf Tagesform an. Es gibt ja so die Schneeäule zum Beispiel, die finde ich auch immer sehr, ich mag die Biere, die Ulrike macht sehr gerne, aber die fordern mich auch immer recht stark. Das heißt, das wäre jetzt für mich eher nicht so ein Go-To-Bier, sondern da muss ich so Lust drauf haben, da muss ich irgendwie in the mood sein. Und dann gibt es andere Weiße. Ich mag die von Lemke eigentlich ganz gerne, die Boutique. Auch die Berlo-Weiße ist irgendwie gut trinkbar, so mag ich gern. Aber am Ende des Tages tatsächlich trinke ich viel Berliner Bergweiße, muss man schon sagen. Aber grundsätzlich mag ich das Thema einfach total. Sauerbiere, finde ich, ist wenig Alkohol. Das finde ich sehr angenehm einfach. Also ich trinke nicht so wahnsinnig gerne so schwere Biere. Und mag es da eher halt leichtere Natur. Und finde das ganze Thema Sauerbier einfach so interessant, weil ich so viel damit machen kann. Also ich habe so ein bisschen mein Problem zum Beispiel mit den First Via Check New England IPAs. Das sind alles fantastische Biere. Ich habe natürlich noch kein schlechtes von denen getrunken. Nicht umsonst sind die ja da, wo sie sind. Aber, und das machen ja nicht nur sie so, sondern es gibt ja mittlerweile auch mehr, die sich dem Thema New England IPAs angeschaut haben. Und auch mit IPAs, mit den modernen, habe ich eigentlich das gleiche Thema. Am Ende habe ich immer so einen tropischen Fruchtkorb. Und ich könnte mir so pick 3 und es wird schon stimmen. So, also ich kann eigentlich 3 Früchte nennen und das schmeckt man dann schon irgendwie da so raus so. Und ehrlicherweise fehlt mir ein bisschen die Vielfalt da. So. Ich mag die Biere gerne und ich verstehe auch, warum die so populär sind. So, die sind halt auch super, kann man gut irgendwie trinken, kann man irgendwie gut drüber reden. Irgendwie auch so ein Türöffner eigentlich. So, ne? Aber bei Sauerbieren dann so viel mehr Komplexität. Das ist so viel spannender, was man da entdecken kann. Und auch über die Zeit. Ne? Ich kann, also die Ciderweiße hat heute ganz anders geschmeckt als vor einem halben Jahr und so. Und das ist, finde ich, einfach so viel spannender. Und deswegen glaube ich, mag ich die Biere einfach lieber. Am Ende des Tages bin ich in Sachsen groß geworden und da trinkt man Pilz und das ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Auch damit kannst du mich immer gut begeistern. Ein solides Pilz. Trinkt man auch Schwarzbier und sowas? Das ist nicht Sachsen, ne? Also Lausitzer Porter kommt, also das ist wirklich tiefstes Sachsen, aber also überhaupt nicht mein Geschmack. Ja, so Köstritzer und so. Also ja, Schwarzbier auch, aber es ist schon sehr Pilzland. Also so Sachsen, Brandenburg, Berlin hoch und so, ne? Das ist schon sehr, sehr eindeutig hier. So, ich glaube, weiß nicht, 8 von 10 Bieren, die über die Theke gehen, sind halt einfach Pilz. Ja. So. Ja, wie in Schleswig-Holstein, ne? Ja, eh. So 9,5 von 10 Bieren. Ist so. Ja, super, dann danken wir dir recht herzlich. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tja, endlich mal wieder ein Podcast von unterwegs mit allem, was dazugehört. Vogelgezwitscher und Autos und Polizei und Wind und ich hoffe, ihr konntet es einigermaßen verstehen. So ist das Leben in Neukölln. Genau, wir dachten, es ist irgendwie authentisch, wenn man draußen sitzt. Bei dem Wetter hätten wir uns auch im Büro setzen können, aber das wäre einfach nichts gewesen. Im Gegensatz zu Hamburg war ja in Berlin richtig schönes Wetter.
Ja, und auf der Baustelle wäre es schlimmer gewesen. Auf der Baustelle wäre es viel schlimmer gewesen und für den Bauwagen hatten wir leider keinen Schlüssel. Also insofern, und zu dritt in einem Dixi-Klo wäre es auch nicht gewesen, glaube ich. Insofern war das schon ganz gut. Das wären wirklich mal wirklich besondere Umstände gewesen. Ja, das wäre mal, genau. Der Dixi-Klo-Podcast. Ja. Schreibt das bitte auf die Liste der Ideen, die wir einreichen bei Audible oder so. Nicht klauen, wenn ich das sehe, dann werde ich böse. Genau, aber hoffentlich ein frisches, fabrikneues, unbenutztes Dixi-Klo. Genau. Okay, kommen wir zum Thema zurück. Drei Mann im Dixi-Klo. Michelle, was sagen wir zu Michelle? Ja, Michelle, irgendwie wie klasse Frau mit tollen Ideen. Und wir haben ja auch glücklicherweise am Anfang, dachte ich auch, oh mein Gott, da kommt aber viel anglifizierter Marketing-Sprech um die Ecke, aber jetzt, wir haben da hinten rausgefunden, woran das liegt. Zu Hause wird viel Englisch gesprochen. Da sträubten sich dir gleich die Nackenhaare. Nee, ne? Gar nicht wirklich, aber man hat dann ja so ein gewisses Bild und es ist ja schön, wenn sich dann rausstellt, dass das einfach so nicht ist, sondern dass es andere Gründe hat. Ich finde die Strategie, die sie haben, nachvollziehbar. Es ist natürlich so 99 Cent ein Pilz, das ist für so eine Craft-Beer-Geschichte schon eine Ansage. Auf der anderen Seite, wenn du tatsächlich eine Brauerei hast und du musst ein Produkt haben, das da einfach so durchläuft und sich gut verkauft, ist das vielleicht auch wirklich eine gute Strategie. Muss man einfach mal so sagen. Und wenn du es zu dem Preis herstellen kannst, ist ja auch in Ordnung. Und wenn du es zu dem Preis fair herstellen kannst. Ja. Insofern, wir haben dieses Pilz getrunken, ihr habt es gehört. Das ist auch ein anständiges, schlankes Teil. Ja. Und wünschen wir Ihnen mal alles Gute beim weiteren Bauprozess. Wir alle wissen ja, wie das so ist mit dem Bau. Naja, wir wissen es eigentlich nur aus Erzählung. Wir haben noch gar nicht so viele Häuser gebaut. Wir haben noch nicht so viele Häuser gebaut. Auch Brauereien nicht. Auch selten Brauereien gebaut, ja. Genau. Aber wir wissen, es kann immer genug passieren. Das haben wir alle mal hier und da mitbekommen. Insofern drücken wir Ihnen feste die Daumen und freuen uns, da vorbeizuschauen, wenn das gute Stück denn da steht. Absolut. Ich konnte es mir bis jetzt, da gibt es so eine Visualisierung mit viel Rasen drumherum und so. Das sah so ein bisschen, die Baustelle sah noch nicht ganz so aus, aber das kommt bestimmt. Da brauchte man schon ein bisschen Fantasie. Ja, aber die haben wir vielleicht auch nicht in dem Maße, wie Architekten das haben, die so ein Bildchen machen. Das ist richtig. Insofern sollte man da vielleicht gar nicht so negativ sein. Also ich denke, das wird eine sehr hübsche Sache werden und dass die Bahn da vorbeifährt, finde ich auch ganz toll. Und dass man da von der Bahn aus praktisch auf die Braukessel schauen kann. Das ist doch klasse. Es tut sich was in Berlin und wir können euch nur schon mal ein bisschen anfeuern für die weitere Folge, die wir dort aufgenommen haben an diesem Sonnabend. Die wird auch mega. Genau. Super. Termine. Termine, ja. Wir haben zwei besondere und zwar der eine Termin ist für die Heimbrauer unter euch. Vielleicht hat die ein oder der andere es bereits mitbekommen. Es gibt nämlich ein Braulabor, ein digitales und das macht die Uni Hannover. Mhm. Und die Uni Hannover sagt, am 18.07.2020 werden wir einen digitalen Stream machen und da wird jeder Heimbrauer mitmachen können und von 11 bis 15 Uhr wird da gemeinsam gebraut. Das ist ja schon nächste Woche. Das ist schon nächste Woche, deshalb man muss sich ein bisschen sputen, da noch die Zutaten zu bestellen, das kann man bei denen. Man muss sich anmelden unter brauerei.uni-hannover.de und dort kann man, wie gesagt, die Zutaten bestellen. Man kann aber auch selber welche besorgen. Mhm. Also wenn man da schon ein bisschen firm ist und Bock drauf hat, kann man das auch selber machen. Und das Ganze wird, wie gesagt, begleitet per Livestream. Und Deutschlands Brauereiexperten werden auch dabei sein im Live-Talk. Cool. Werde Teil von Deutschlands größtem Online-Brau-Event, sagen sie in ihrer Ankündigung. Finde ich ganz lässig. Schöne Absolut. Idee, oder? 18.07. Was braucht man? Man braucht einen 5 Liter Kochtopf, Messbecher oder Waage, Löffel, Putzeimer und das besagte Braupaket, das man bestellen kann oder sich selbst in irgendeiner Form ordern kann. Super. Oder selber, nicht sich selbst, sondern selber ordern kann. Man muss ein bisschen sprachliche Genauigkeit hier üben, ne? Ja. Naja. Ja, das ist der eine. Campus Maschinenbau richtet das aus. Leipzig Universität Hannover. Und dann haben wir noch einen anderen schönen, das ist ein Hamburger Termin. Und das ist der gute Knaust. Who the fuck is Knaust? Ja, das fragt man sich, ne? Das wirst du mir wahrscheinlich gleich erzählen können. Henrikus Knaust wurde vor
ziemlich genau 500 Jahren in Hamburg geboren. Und Henricus Knaust ist ein Reisender gewesen, ein Gelehrter und ein Bierliebhaber. Ach was. Der hat nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Die Kunst, Bier zu brauen. Und das gute Stück ist tatsächlich, ja, so auch rund über 400 Jahre alt und steht im kleinsten Biermuseum wohl, das ich jedenfalls kenne. Und das ist im Überquell. Das Axel Ohm hat in der Tat ein sehr kleines Biermuseum. Ja, es ist auf dem Weg zum Klo. Aber es ist ein Biermuseum und dort hinter Glas steht eines der ältesten Bierbücher, die es so gibt. Und das hat Henrico Knaust geschrieben. Wahnsinn. Henricus Knaust. 1614, Heinrich Knaust heute. Genau, die Ausgabe ist die von 1614. Habe ich mich schlau gemacht, das ist schon eine der späteren Auflagen. Ja, eine spätere, erweiterte Auflage. Ja, es hat sich gut verkauft. Ein reiner Bestseller. Der ist viel gereist und hat 150 verschiedene Bierstile dokumentiert. Wahnsinn. Das war ein ganz früher Bierlover. Also er hätte es damals schon Untappd gegeben. Ich sage dir, der wäre sowas von aktiv gewesen. Wahnsinn. So, warum sage ich das Ganze? Nicht, damit ihr ein Stück schlauer seid, sondern ich sage das, weil dieser Geburtstag natürlich gefeiert wird. Und der wird gefeiert im Überquell. Und der wird gefeiert am 28. August. Ihr werdet in Folge sicherlich mehr lesen und hören darüber. Einfach mal auch auf die Seite von Überquell gehen. Da wird gerade viel vorbereitet. Aber wer diesen Podcast hört, ist schon ein bisschen schlauer als die anderen. 28. August. Da findet auf jeden Fall eine Geburtstagsparty statt. Und auch das sei hier an dieser Stelle bereits angeteasert. An diesem Wochenende wird die Bierszene Hamburgs auch noch das ein oder andere weitere Highlight zu bieten haben. Etwas. Ja, das wird richtig gut. Denken wir daran, alle Bierfeste und Bierfestivals sind ausgefallen in diesem Jahr oder die meisten. Die Beer Week in Berlin ist verschoben worden, meines Wissens, in den September. Ja. Insofern. Ist doch ganz schön, wenn es da mal was zu feiern gibt. Genau, macht Hamburg da ein bisschen was. Das sind die zwei Termine, die wir nicht unerwähnt lassen wollten. Ja, und was ist denn noch? Wir sind noch in der, vielleicht, falls einer von den Hörern Lust hat, wir sind in der letzten Juliwoche in Bamberg. Falls da jemand ist und mit uns Bier trinken möchte, gerne melden. Wir trinken wirklich generell gerne Bier. Ja, und wir freuen uns auch über neue Gesichter. Wir haben auch schon ungefähr einen Plan, was wir da machen, aber wir sind da auch ganz flexibel. Also falls wir Hörer in der Region haben, die denken, Mensch, in der Woche bin ich auch da und Bier trinken mache ich auch total gerne. Wir sind für alle Schandtaten zu haben. Ach, das ist eine super Idee, dass du das erwähnst. cheers@hopcast.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr findet die Kontaktwege, aber auch die Kontaktdaten auf unserer Seite, die da die fulminante Adresse hat, www.hopcast.de. Bitte nicht vergessen mit dem Doppel-H vorne. Ich habe neulich auf Instagram gesehen, es gibt tatsächlich noch eine weitere Adresse mit Hopcast mit Doppel-H. Das ist so ein Hip-Hop-Teil aus den USA. Hip-Hop-Cast? Ja. Sehr schön. Also, ne, aber die haben noch keine Website mit der Adresse www.hopcast.de. Wird wahrscheinlich auch keine DE geben, oder? Mensch, da hätten wir schützen lassen sollen. Da haben wir am falschen Ende gespart. Ja. Genau, das ist unsere Website. Ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram, wie wir ja schon erwähnt haben, und auf Facebook. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns dort folgt. Und wir freuen uns auch über Post und E-Mails, sogar ziemlich. Das ist immer schön, wenn man mal so ein Feedback bekommt und mitbekommt, wie euch denn dieser Podcast gefällt. Oder ob ihr vielleicht sogar Ideen hättet für Themen oder so. Wir sind offen für alles. Nicht nur fürs Bier trinken. Möchtest du das nicht eventuell einschränken? Das könnte gefährlich werden. Ja. Okay. Das zum einen. Und ansonsten bin ich, glaube ich, die bewerten und empfehlen. Ja. Da sind wir schlusig. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Ihr könnt ihn bewerten. Ihr könnt ihn empfehlen. Ihr könnt ihn teilen. Das sagt der gewiefte Podcaster, habe ich gelernt, eigentlich zum Ende jeder Folge. Weil das ist total wichtig, denn das sorgt für Sichtbarkeit. Und wir machen das ja hier sozusagen pro bono. Und natürlich freuen wir uns, wenn der sichtbarer wird. Und wir freuen uns auch, wenn unsere Gäste sichtbarer werden. Und das vergessen wir total oft. Und dann beenden wir die Aufnahme und ich sage, shit, ich wollte doch noch gesagt haben. Wir haben es vergessen, verdammt. Teilt, empfiehlt, bewertet. Dieses Mal haben wir es getan. Super. Wir freuen uns total, wenn ihr das macht. Und insofern sage ich schon jetzt danke für
für euren Einsatz und fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Und ich sage tschüss und bis bald. Ahoi. Komm, wir reden über Bier, ob in Flensburg oder Trier, denn wir alle lieben Bier. Warum eigentlich Trier? Na, wegen des Rheins. Kopf.